Hallo, mein Name ist Nadine Neumann und ich bin Astrologin und Numerologin. Und heute geht es um das Sternzeichen Wassermann mit seinen Aszendenten Steinbock, Wassermann, Wassermann und Wassermann Fisch. Herzlich willkommen bei Sonne, Mond und Astrologie. Wassermann Steinbock ist einfach die Opposition, einfach das Gegenteil. Das heißt, das ist keiner, der mit dem Strom schwimmt oder zu einem Ja und Amen sagt, sondern er ist einfach zu 98% der Fälle anderer Meinung. Er vertritt die, er ist da auch nicht herablassend oder sonst irgendwas. Er vertritt halt nicht die allgemeine Meinung, sondern er hat seine eigene Meinung und die zieht er auch durch. Also das sind auch wirklich sehr strikte Menschen. Sie haben meistens außergewöhnliche Berufe, also nicht nur Gärtner, sondern auch ein Gärtner, der spezialisiert ist auf Bonsai-Bäume zum Beispiel. Aber es ist immer so, dass etwas andere. Für Wassermann Steinbock ist es eine Befreiung. Eine Befreiung dadurch, dass er die Gegensätze vertritt. Es ist für ihn ein Rauskommen. Es ist für ihn ein sich weiterbilden, weiterkommen. Es können Kleinigkeiten sein, aber diese Kleinigkeiten machen einfach einen Wassermann mit Aszendent Steinbock sehr, sehr glücklich. Wassermann mit Aszendent Wassermann ist sehr spannend. Denn es sind Ideengeber. Es sind nicht Menschen, die die Ideen selber umsetzen, sondern sie geben sie anderen. Einfach diese neuen Wege zeigen, diese neuen Einsichten aufzeigen. Wirklich Ideengeber für andere. Es sind nicht die Menschen, die jetzt neue Erfindungen präsentieren, sondern es sind die, die den Auslöser dazu geben. Es ist eine Muse beispielsweise. Sehr gut, Wassermann mit Aszendent Wassermann. Es sind die Menschen, die machen lassen. Die wollen in eine Richtung, alles schön und gut, aber sie lassen sich den Weg bereiten. Und zwar auf eine liebevolle Art. Nicht ausnutzen oder hinterfragen oder hintenrum anders sprechen. Nein, das sind sehr geradlinige Menschen, die aber einfach ihren Sinn hinter einer Idee, die sie einem anderen geben, auch sehen und ihren Vorteil daraus ziehen können. Also sind es keine schlechten Menschen, es gibt keine schlechten Menschen vom Sternzeichen her aus. Wassermann mit Aszendent Fisch. Mit dem Sternzeichen Fisch tue ich mir persönlich schwer. Aber das liegt daran, dass ich Zwilling bin. Ich bin ein Luftzeichen. Das funktioniert nicht so, wie man möchte. Der Fisch ist ein sehr inspirierender Mensch, ein sehr feinfühliger Mensch. Es ist mit dem Wassermann zusammen, ist es nicht ganz so schlimm, denn der Fisch schwimmt in die Richtung, wo der Fluss ihn halt gerade hintreibt. Entscheidungen trifft er nicht gerne, der Wassermann schon. Also ist es sehr für Esoterik, Astrologie, Kartenlegen, offen für Naturwissenschaften, also wirklich für das, was man nicht greifen kann, für etwas, was man nicht sehen, nicht greifen kann, was aber trotzdem da ist. Und was trotzdem funktioniert, Naturheilwesen beispielsweise, es funktioniert. Es kann die Wissenschaft nicht alles erklären, aber der Wassermann mit Aszendent Fisch zeigt, dass es geht. Also hat man so einen Heilpraktiker oder einen Naturheilkundler als Wassermann mit Aszendent Fisch, dann ist man da sehr, sehr gut aufgehoben. So, das war's mit dem Wassermann. Wir machen weiter jetzt dann mit dem Fisch. Bis zum nächsten Video.